Alles klar, Freunde, willkommen zurück. Und wie gesagt, habe ich jetzt quasi hier das geschafft, da einen Ultra-Abschluss zu schaffen. By the way, ich hatte ein paar Mal gebraucht, um ehrlich zu sein, aber während ich das gemacht habe, warte mal, ja, das habe ich doch auch gemacht, oder nicht? Die Serie des Prinzen tatsächlich, aber hier kann ich doch nicht hin. Doch, kann ich tatsächlich, okay. Währenddessen kann ich aber Super Dragon Ball sammeln. Also wenn so ein Dragon Ball da am Start ist, so Purung oder so, da gab es auch noch so Zeno-Kugel, dann ist das quasi, steht also dafür, dass man etwas holen kann, beziehungsweise dass eben gewisse Effekte auftreten können und man im Kampf diese bekommt. Bei Purung dazu haben wir gesehen, bei den Super Dragon Balls war das so, ich könnte mir zwei Super Dragon Balls sammeln, dann müsst ihr im Kampf gewisse Sachen, Bedingungen erfüllen und dann bekommt ihr sie. Was ihr im Endeffekt damit machen könnt, darauf bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Aber jetzt haben wir das erstmal geschafft, jetzt haben wir den Weg freigeschaltet und ich habe mir gesagt, ab hier machen wir dann weiter quasi. Ich sorge dafür, dass ich das Offscreen auf jeden Fall schaffe und dementsprechend gucken wir mal, was jetzt abgehen wird. So. Kochen natürlich, okay, findest du das? Das stimmt, aber Tankschlaf ist so ein Fehlfraß. Okay, und was gibt's? Nichts Besonderes, nur ein reichhaltiges 3-Gänge-Menü mit Vor- und Nachspeise. Wow, ich wusste gar nicht, dass du kochen kannst. Das höre ich oft, aber dann koche ich mal von Tankschlaf. Super, ich würde gerne mal was von ihr probieren. Ich fühle mich geehrt. Aber leider geht das nicht. Damit kenne ich das schon zu wenig. Ah, okay. Buu! Alter, was? Buu, es geht jetzt. Keiner weiß, Alter. Wenn du jetzt einen Schokolade verwandelt, dann ist das Richtige. Oder der isst einfach direkt. Wow. Der flippt ja total los. Hä, hey, hast du den jetzt ab? Ein normaler Kampf. Okay, her damit. Sehr schön. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Einfach Buu am Start. Guck mal, was Buu jetzt drauf hat. Wenn er alleine ist, dann versuche ich mal All Out zu gehen. Wenn ich einen All Out bekomme, könnte ich ihn vielleicht One-Shotten. Ich habe nämlich hier keine Taktik, will ich es nicht nennen, um ehrlich zu sein. Moment. Also Taktik will ich jetzt legit nicht nennen, aber mit Vorhergehensweise einfach, würde ich mal sagen. So wie ich jetzt bei dem Vegeta gemacht habe, weil der Vegeta habe ich schon ein paar Mal versuchen müssen, um ehrlich zu sein, mit dem ganzen AEs. Ah, es liegt mir auf der Zunge, ich vergesse, was es war, dieses AE. Da steht ja nämlich so immer dran, aber es liegt mir auf der Zunge gerade. Ich habe es nämlich gerade gelesen, aber irgendwie auch gerade wieder vergessen. AE. Keine Ahnung, das steht in den Bedingungen einfach dran. Ich guck mal gleich wieder nach. Aber, ja, diese AE-Kämpfe da, wo ich dann richtig A tippen muss. Besiegen gehen in höchstens 2 Runden. Ja, okay, jetzt bin ich auch drauf gespannt. 18.000 HP. Jetzt bin ich mal drauf gespannt, ob es mit der Taktik klappt. Let's go, gucken wir einfach mal. Ah, ich habe eine andere Taktik vielleicht sogar. Warte, meine Taktik war einfach im Prinzip, was sind 3000 Teamkraftstufe, das gibt 2 Heldenenergie für eigenes Team. Den Gegner bei Angriffschance. Let's go, guck einfach mal das rein. Ah, ich hätte auch 2 Heldenenergie einfach mitnehmen können direkt. Aber nee. Weil, guck mal, mir ist gerade was Neues aufgefallen. Zuvor bin ich einfach All-Out gegangen, habe die Super Attack cooler gegeben, aber jetzt habe ich was anderes vor. Nämlich, ich lasse zum einen erstmal die Elite-Charaktere einfach nur angreifen. Ja, wenn du denselben Typus angreift von Charakteren, bekommen sie einen Boost, sag ich mal. Das sind diese Combo-Angriffe, mehr oder weniger. Aber ich gebe dann Metal Cooler direkt seinen Super-Angriff, das kann der Chunks machen. Und bin mal drauf gespannt, wie viel Schaden die Jungs hier raushauen werden. Modul hat sie auch aktiviert, sehr schön. The Dead Machine. Jetzt muss ich aber auf jeden Fall den AE-Kampf gewinnen. Let's go. Das ist so geil mit dem Chunks, um ehrlich zu sein. Der gibt einfach direkt einen Super-Attack. Weil Cooler seine Super-Attack bekommt, der kann er erst eigentlich bei 7 Heldenenergie, glaube ich, starten. 6 oder 7 war das. Okay, so. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das hinkriege. Oh nein! Nein, nein, nein! Digga, nein! Warum? Ey, warum kriege ich das mit dem direkt nicht hin, um eigentlich zu. Was mache ich? Ey. Einfach übermüdet. Keiner weiß, zu lange gezockt. Was? Oh, das war die Taktik, Mann. Das gibt's doch nicht. Ey, ich bin so ein Noob gerade. Ich fühle mich gerade so. Das ist gerade so peinlich. Oh mein Gott. Was ist da los, Mann? Ey, was? Wieso kriege ich das nicht hin, Samal? Jetzt, ja, schön war das mit der Taktik. Ganz ehrlich, richtig schön war das. Ey, was? Der gewinnt die ganze Zeit. Pff, als ob, bitte. Ey, was?
Ey, sinnlos, ganz ehrlich. Ava. Komm, alle angreifen. Was war das bitte? Mann, ich hätte das gerne gesehen, jetzt was ich mir da überlegt habe. Aber ja, die. Keiner weiß. Ohne Spaß. Und dann gehen wir jetzt rüber und spielen Legends. Denn da ist es auch. Man muss ja quasi auch tippen, wenn es so zu sowas kommt. Jetzt gehen wir zu Legends und dann ist wieder alles anders im Kopf. Oh je, das muss ich auf jeden Fall richtig angewöhnen nehmen. Oh mein Gott. Ja, jetzt könnte ich zumindest hier super angeschaut. Oh, Nahkampf Gallic Knarre. Warum heißt das Gallic Knarre? Nicht einfach Gallic Gun. Die haben gar nicht Knarre übersetzt, Digits. Keiner weiß. Oh, hat gut Schaden bekommen. Der hat doch keine Ausdauer mehr, kann das sein? Boah, unglaublich. Wieso kriegt das ein Cooler nicht hin? Boah, mein Sharingan tut weh, ey. Und meine Augen trocknen aus, ich merk's schon. Maximal ist was ein Kopf, okay? Ah, okay, ein bisschen Leben hat er noch. Super Energiemodus, was setzt los? Kopfberührung, um Karten zu verwenden. Okay. Oh, ach so. Ah, super. Ah, Super Energie ist eines seiner Fähigkeiten und alles Zeug. Ne, seine Ding, Touch Ability ist das, genau. Touch Active Ability, sehr schön, C17. Wollte nämlich gerade sagen, wir müssen ja in 2 Runden ihn besiegen, ne? Gut, sehr schön, C17. Gut, dass du das gemacht. Sehr gut. Freut mich. Genau, Sarah ist eine Touch Action Ability, genau. Geil. Okay. Das am Anfang hätte nicht sein müssen, um ehrlich zu sein. Ultra Abschluss haben wir geschafft, genau richtig, weil wir hätten jetzt 2 Runden besiegen sollen. Sehr gut. Okay, höchste Punktzahl, sehr schön. Alright. So viel zu Bu. Und genau, wir müssen jetzt mal merken, was AE ist. Guck mal gleich wieder nach. Oh, was? Das sind alles für die Karten, normale Games und sowas. Sehr schön. Karten, er kann einfach auch Karten erstellen. Das wird so geil, Mann, ganz ehrlich. Super in Robotin-Mode. Mein Golden Cooler ist bei mir auf maximal Kameradschaft. Hab noch nicht geschaut, ob ich die Grenze irgendwie überwinden kann oder so. Oder ob das quasi das auf Stufe 2 gehen kann. Weil jetzt steht da nur maximal dran. Mach ich mich dann quasi nach dem Part auch. Informiere ich mich auch darüber. Okay. Der zeigt die ganze Zeit Gohan und Gohan. Nee, ich werde die nicht spielen. Das war Monatspensum für Sport, du so müde. Mini-Knickerchen, oh, meow. Ciao. Keiner weiß, du hast recht, ich komme bald vom Training. Danke für deine Hilfe. Ich glaube, ich könnte noch einen kleinen Extragang kochen. Ja, her damit, let's go, her damit. Hab auch Hunger jetzt. Reich mir das Salz rüber, let's go! Jetzt mit Tenshin an. Mit Tenshin an, sag ich. Ciao, Su, bist du kochen hier am Start? Was ist jetzt los? Genau das. Aber jetzt, was sag ich jetzt? Aufladungseinschläge, AE. AE, ich nenn's einfach AE ab jetzt. So, immer. Ey, das kriegen wir zu Stress. Komm ran. Guck mal nach oben, was da abgeht. Da können wir auch noch hin zu der Dimension. Ich hab grad legit gesagt, was AE ist. Ne? Oh, der hat perfekt geschafft einfach. Aufladungseinschlag, da oben steht's. Aufladungseinschlag, wie soll man sich das merken? Oder tu nur mir ich. Ich kann nicht mehr reden. Tu nur ich mir schwer. Keiner weiß. Extra Dimension Raum betreten. Let's go. Was ist aber hier jetzt? Das sehe ich sehen. Ja, Leute. Jetzt gucken wir mal. Oh. What? Oh. Ist das eine Nebenquest? Sieht so aus, als wäre es quasi so eine Nebenquest, Nebengeschichte. Greife in allen Runden zuerst an umgeben. Und richte mich dann schon Ultra-Abschluss. Das ist nicht das, aber Goku will erstmal auf die Schnuppe. Krass, okay. Hab's da aus der Herausforderung. Oh. Ah! Okay, ich bekomme den einfach. Was ist da drin? Bitte ein Gadget-Ticket oder so, komm schon. Ja! Sammen!
Die Summons, das wollen wir sehen. Genau das. Genau das, meine Damen und Herren. Kann ich da auch nicht? Kann ich nicht? Okay. Ja, warte mal, dürfte ich mal ganz kurz raus hier, um zu gucken, zur Story-Auswahl, ob die Nebengeschichte freigeschaltet wurde, wie vorhin. Na, guck mal, nee, tatsächlich nicht. Hier gibt's ja diese Nebengeschichte. Ja, da kann ich nicht rein, weil ich Karten brauche. Aber das ist dann legit was andere, 0 von 2. Ich frag mich halt grad. Ja, doch. Achso, nee, sorry, ich war falsch. Hier, da sind auch 0 von 2. Ich frag mich halt, ob das jetzt, wo ich da war, ob das zur Nebengeschichte gehört. Ich frag mich auch gerade, ob ich hier weitermachen soll oder hier. Ich meine, ich habe jetzt eine Frage geschaut. Ich hoffe, das passt für den Part. Dann gucken wir einfach mal, was hier abgeht. Und im nächsten gehen wir mal hier rüber. Ich hoffe, das passt halt legit. Aber mich würde interessieren, was jetzt quasi in diesem, in der anderen Dimension da ist. Naja, ja, ein bisschen. Ich weiß nicht. Ihr könnt mich gerne wissen lassen. Findet ihr das schlimm, wenn ich mal irgendwo so was anderes mache? Oh, was ist das? Auf? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Oder soll ich mich quasi wirklich Step by Step an Kapitel halten? Ich meine, das gehört der Meldung dazu, aber ich habe es ja am Anfang nicht erreicht gehabt. Jetzt komme ich halt wieder zurück. Könnt mich gerne wissen lassen, Freunde, wie ihr das sehen wollt. Okay. Kameradschatz, Mahlzeit. Okay. Ja, da wäre ein Dragon Ball, aber ja. Da mache ich jetzt nicht wieder für den Dragon Ball. Oh, da an sich Dragon Balls habe ich noch keine. Klein. Ich habe Super Dragon Ball 2 Stück. Genau, aber kleine noch nicht. Porunga war ein Effekt im Kampf. Goku sieht da noch aus. Ist denn der? Ja, her damit. Komm schon, bitte wieder ein Gadget-Ticket. Let's go. Komm schon. Ja. Es sei denn, es stoppt immer dort, aber weiß nicht. Zahlen mal Gadget-Tickets, mehr damit. Ich glaube, am Anfang vom nächsten Mal werden wir mal summon, würde ich sagen, oder? Neue Karten holen. Jetzt machen wir mal das hier. Genau. Oh, ich habe nicht geschaut, was sie jetzt. Ich glaube, ich muss jeden Kampf am Anfang gewinnen. Unfassbar, ein Lied wurde von diesen Lied bezwungen. Wie geht das am Ende? Fantastische Arbeit, Leute. Die Helden haben wieder zugeschlagen. Das hat die beide gut gemacht. Damit können wir noch eine Anomalie streichen. Oh, was geht jetzt ab? Oh, was jetzt? Der Himmel. Ah. Was geht jetzt? Verlängerung? Ah. Ah, ne, ich dachte gerade. Das wäre vielleicht dasselbe von vorhin, nur eine höhere Schwierigkeitsstufe. Aber nee. Ist sicherlich natürlich schwieriger jetzt, aber. Ja. Es handelt schon vom selben Kapitel. Okay, let's go. Vorwärts, Igso. Jetzt bin ich gespannt, du. Ey, hoffentlich kriege ich jetzt das mit meiner Combo hin, ey. Ohne Spaß, wirklich. Ich muss das üben, einfach üben. Mit diesem Aufladungseinschlag. Ah, ey. Annele, Mama, Ia, oh. Ey, kein Copyright, bitte, danke. Oh nein, ich will gar nichts. Einfach rein, let's go. Okay. Hab aufs Schlachtfeld. Die Zakuda sind übel cool, finde ich, oder? Also jetzt nicht nur wegen dem Namen. Ha. Immer diese Kuda Witze. Kuda Watashi wa Kuda des. Alright. Greifen alle Runden zuerst an und gewinnen den Kampf. Wow, ob ich das schaffe? Guck mal. Okay. Kampfmodus Chance, let's go. Dead Machine. Die nutzt den Kampfmodul. Ah, 3000 Teamkraftstufe, 2 Heldenergie. Ja, ich nehme mal das, weil da können viele direkt. Also am Anfang können einige dann Super Attack direkt starten. Ihre Super Attack richtig. Soll ich mal All Out gehen, Freunde? Nee, chill. Ich will auf jeden Fall. Ich wollte es eigentlich so machen. Ich glaube, ich belasse auch mal dabei. Genau, das will ich mal testen. Die Dead Machine. Jetzt bekommen wir nochmal Heldenenergie drauf. Richtig. 4 Stück, sehr schön. Komm schon, bitte. Ich muss es jetzt schaffen.
Komm schon. Ah, oh, uns auf jeden Fall wir gehen. Oh, viel geht da, oder? Ja. Come on, man. Jetzt muss ich das schaffen, aber let's go. Konzentration, Sharingan. Obwohl mein Sharingan nicht weh tut, ey. Ist schon ausgetrocknet in meinem Auge. Mongekyo. Sharing. Oh, man. Oh, man. Oh, hier habe ich es nicht gebraucht. Ich wollte mit Gold Cooler Super Attack starten. Ey, ganz ehrlich. Warum? Mann. Wieso verkacke ich das? Vorführungseffekt. Immer eine andere Ausrede. Mann. Ich hätte das wirklich gerne mal gesehen. Oh, man. Jetzt haben wir Trunks Passage so vergeudet, sag ich mal. Naja. Boah. Boah, ich krieg das nicht raus mit dem Ding. Wie geht das betäubt, GG? Ach du Heiliger. Alter, was ist das? Was ist das? Ey. Was? Legit Auge ist. Mein Auge ist ausgetrocknet, okay? Daran liegt's. Okay. Erholung von Betäubung ist im Unterschiedsbereich möglich. Ja, den schieben wir auch mal da runter jetzt. Den schieben wir auch weg und dann holen wir noch unsere. C17 auf jeden Fall. Brauche ich noch Heldenenergie? Eigentlich nicht, das passt. Unglaublich, echt. Dass ich es nicht hinkriege, ist gerade unglaublich. Ah, Mirakel, ich hätte es auch nicht bekommen. Mirakel ist das einfach, egal wo du hintippst, egal wo du A tippst, bekommst du perfekt. Kommt relativ selten vor. Kommt relativ selten vor. Oh. Warum heißt es gelle Knarre? 17 ist cool, ich finde 17, die haben richtig gut gemacht. Ah, der hat doch sein Ding, oder? 17 noch? Oder ist ab erst. Ja. Boah, wie schnell. Das ist wahrscheinlich erst ab einer bestimmten Runde. Seine Touch Active Ability. Oder vielleicht kommt es jetzt. Ja, raus mit dir, komm. Sehr schön, sehr schön. KO. Gut, Freunde. Haben wir doch noch gewonnen, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Mission abgeschlossen. Ja. Guck mal Raid Sharks an, wie krank der aussieht. Aber das Ding haben wir nicht geschafft. Ultra-Abschluss? Doch? Oder? Hä? Okay, oder? Ja, weiß gar nicht, ob wir das jetzt geschafft haben oder nicht. Egal. Doch, haben wir tatsächlich. Dabei steht er dafür. Und er ist auch aufgepoppt. Gut! Gut, gut, gut. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, er mit den Tickets. Genau, wie es. Sehr schön. Alle Belohnung, okay. Ja, ja. Danke, danke. Danke. Danke, danke, danke. Ja, ja, danke. Danke! Wollen wir mit der Story weitermachen? Sie haben sich geschlagen, noch nicht, aber sie werden immer noch stärker. Ihr seid ein paar zäh kleine Lümmel. Lümmel. Aber ich versichere euch, wir sind noch viel zäher. Dieser Napper, keiner weiß, was er da raushaut. Oh, guck mal, das Purunga jetzt wieder. Und da ist auch was freigeschaltet. Oh. Hier müssen wir unterrichten mit Tenshinhan und Abschluss. Wo ist es mit Tenshinhan? Hier, ah, okay. Abschluss gewinnen alle Auflagenseinschläge. Okay, machen wir noch hier für diesen Part das. Versuchen wir das mit Tenshinhan und schalten wir da unten auch was frei. Da drüben, das ist Tenshinhan. Willst du uns helfen oder willst du uns dappen? Hi, Tenshinhan, ist eine Ehre, dich endlich kennenzulernen. Ey, auch wenn du mich nicht kennst. Du hast recht, kenne ich nicht deinen Namen. Oder so, ja. Also, oder wie kann ich dir helfen? Ich bin zufällig eine große Freude der Kampfkunst. Hättest du was gegen ein paar Techniken auszutauschen? Ey, okay, krass. Krass, wir sind. Ja, okay, okay. Lass es los, Josh.
Ah, Volleyball Force, okay, okay. Josh, ich so. Ohne Volleyball Scherze gibt es nicht. Drei Asse, du hast verloren, Kleiner, nochmal. Hä, hey, Adef? Ja, ihr könnt jetzt einfach anfangen, wieso labern die so lang? Komm, warum labern die so lang, bis die kämpfen, ey? Was soll das? Aber den, bei dem will ich jetzt all out gehen. Bei dem muss es jetzt klappen. Bei dem muss es jetzt klappen. Vor allem muss ich die, Bedingungen erfüllen. Ich brauche die Quest. Ich brauche das einfach. Let's go, ich go all out. Let's go, let's go. Gerade mit jedem direkt an. Mit jedem gehe ich direkt auf ihn drauf. Alles versuchen. Alles. Ne, gar nichts hier. Dich nicht. Das brauchen wir nicht. Alles versuchen, um den Shani rauszuhauen. Bitte. Und cooler gibt es einen super Angriff. Die anderen bekommen jetzt zwei Energie. Ich glaube, bei den anderen sollten dann alle bei jedem die Ultra Super Attack. Die Super Attack, ja, starten. Nur bei cooler nicht, weil cooler braucht halt wirklich viel Heldenenergie. Aber. Genau. Aber ich gebe dann quasi Trunks seinen Boost, damit er direkt einen super Angriff hat. Das ist übel geil, die Pässe von Trunks. Von den Prisoner Trunks. Oder die Gefängnis-Trunks, das Insasse, was immer. Wie ihn nennen wollt. Aber sonst gehe ich auch laufen. Ja. Guck mal, wir haben jetzt schon 4 und das ist sehr gut. Die haben alle. Ah, was? Cool hat auch seine SA. Nee. Cool hat auch seine SA jetzt schon. Warum das? Nee, guck mal, das ist der Cooler, Ja, siehst du, der Gold Cooler hat es nicht, der hat nämlich 7, der braucht 7 Heldenenergie, aber durch Trunks bekommt er das sofort. Moduleffekt, wir hatten nur 2, 6, das hätte nicht gereicht. Okay, sehr gut, sehr gut. The Dead Machine. Keiner weiß, Alter. Jetzt. Sehr schön. Junge Tenshinhan kommt so aufs Maul. Er sei nicht verkackt jetzt wieder. Oh, bitte, komm schon. Mann, Hand beruhigen kurz. Oh, jawohl, ist doch knapp. Ist doch knapp, ey, was geht? Ist doch trotzdem knapp. Boom! So geil, cooler Sam. Ja, cooler sieht richtig geil aus. Gut Schaden gemacht, sehr schön. Batz. Sehr schön, mit den zwei passt doch. Sturmmodus, oder? Was mir jetzt sehr schön. Controller kurz zerstört. Bam, 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 ey, richtig geil. Ja, ja, guck mal, wie viel Schaden die bekommen haben. Sehr geil. Oh. Oh nein! Was hat man diese Dreckscomputer? Der hat nur noch ein Leben, was geht? 17 kannst du spammen? 17 kannst du noch an, oder? Hä, bitte? Hat sich nicht 17 am Start? Hä? Oder hat er gerade mit den letzten Angriffen? Weiß doch gar nicht, mehr sagen. Könnte sein. Könnte sein. Kann immer einer irgendein einfach so mal eine Schelle geben, dass er jetzt umfliegt? Der hat nur noch ein Leben. Eine Schelle, komm. Ja, da sind ein paar in Gefahr oder so. Oder auch nicht. Passt einfach alle drauf. Doch, da sind ein paar in Gefahr, aber nicht schlimm. Der hat nur noch ein Spiel. Genau. Ja, raus mit dir. Sehr schön. Sehr schön. Alles klar, so viel dann auch. Oh, Sturmmodus. Ja, es muss jetzt sich aktivieren eigentlich. Komm schon, ey. Kein Sinn. Der ist ja schon down. Warum es killen? Oh je, yeah, alle eskalieren. Lass den, der ist doch schon weg. Die müsste ich mir angreifen. Keiner weiß. Ja, KO. Genau. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dein Team hat gewonnen. Nice, 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 nice.
Mission abgeschlossen. Gut, dann würde ich auch sagen, so viel auch zu diesem Part. Wie gesagt, vergiss nicht mir zu sagen, wie ob ihr wollt, dass ich mich wirklich straight an Kapitel halte und zu sowas dann vielleicht mal irgendwann später nach dem Game zurückkehre, wenn ich mal nicht irgendwas direkt freischalte. Auf jeden Fall wichtig, wenn ich das weiß. Und genau, ansonsten bedanke ich auf jeden Fall fürs Zusehen, Freunde. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr auch nicht findet, also auf jeden Fall gerne ein Like geben und so fort. Ihr kennt das Ganze. Ich weiß, wo ich das am Ende sagen soll, weil ich hier noch ein bisschen was, falls irgendwas kommt, ist das meine letzte Hals drauf. Kamacha-Bonus, jetzt auf 2, okay. Der ist auf 2, wieso geht Kula nicht auf 2 hoch? Der ist auf Max, komisch. Genau, das gucke ich mir jetzt auch noch an am besten. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zusehen, das hat den Stern, ich habe Potenzial, danke, ja, danke, und echt, ja, dann fing echt, eine gute, bla bla bla. Blablabla, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und ich wie auf, ich kann nicht mehr reden, ihr seht es. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut. Peace!